So, hallo. Hallo. Wir nehmen euch heute mit. Und zwar sind wir 2 Tage vor der Deutschen Meisterschaft. Lisa startet dort in der Figurklasse. Und gemeinsam starten wir dort im Paarposing. Und heute ist unser letztes Training. Das heißt, wir werden den kompletten Oberkörper durchtrainieren. Ja. Und zwar machen wir da jeden Muskel im Oberkörper 2 Übungen, je 2 Sätze. Einfach, dass nochmal alles durchgepumpt wird. Ja, genau. Und ja, Lisa, wollte noch was sagen wegen letzter Woche, wegen der Bavü. Ja, erstmal wollen wir uns entschuldigen, dass nicht so viel auf YouTube gekommen ist. Wir haben nur ein kurzes Video reingestellt. Und zwar hat uns ja, wie ihr gesehen habt, das Fernseher begleitet. Und da haben wir gar nicht so viel Zeit gehabt, noch nebenher noch zu filmen. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich ja die Quali bekommen für die Deutsche. Und ja, es war jetzt nochmal eine harte Woche. Habe jetzt nochmal das Cardio nochmal angezogen gehabt und es war hart. Ja, also wir haben glaube, oder sie hat alle Register gezogen, ja, die man ziehen kann. Ja. Von Lymphdrainagenmassage über erhöhtes Cardio, noch mehr Verzicht, um das Paket innerhalb von einer Woche nochmal ein bisschen zu verbessern. Ja, jetzt mal gucken, was rauskommt. Ja. Wir werden es morgen sehen. Morgen ist die Registration. Wir fahren morgen los. Wir nehmen euch auch wieder mit. Ja. Es wird höchstwahrscheinlich 2 YouTube-Videos geben. Ja. Einmal Anreise, Registration, genau. Länderbesprechung, Teamkleidung bekommt man an dem Tag. Und ja, jetzt wollen wir nicht lang reden. Jetzt geht's ins Training. I wanna
das war jetzt ein kurzer Einblick bei uns ins Training. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Motivation noch schöpfen können. Wer weiß. Einfach ein Oberkörper-Pumptraining. Ja. Alles mal kurz durchgepumpt, dass die Nährstoffe dahin kommen, wo sie hingehören. Also. Ja. Wenn ihr Lust habt, ab nächste Woche sind wir ja nicht mehr auf Diät. Ja, genau. Auf jeden Fall können wir vielleicht in nächster Zeit euch mal mitnehmen für ein Beintraining, für ein Schultertraining, für Rückentraining. Schreibt einfach in die Kommentare unten rein, was ihr mal sehen wollt. Ansonsten liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren. Nee, allein für ein Abo sind wir dankbar. Ja. Das hilft für den Algorithmus. Und vielleicht wollt ihr auch mal ein Essensvideo sehen, was wir so vielleicht nach dem Wettkampf essen. Oh ja. Ein Cheat Meal vielleicht. So. Also, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Ciao.